Da sind wir wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Hakemoshi und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play der Super Mario Brüder. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Wir wollen keine Zeit verlieren, wir gehen direkt wieder zurück in die Welt, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Letztes Mal haben wir uns hier tapfer durchgekämpft mit Daisy, ganz, ganz viele Sachen gemacht, haben jetzt 15 Zaubersamen und jede Menge lilane Münzen zum Einkaufen, aber ich habe letztes Mal gesagt, heute die Folge, da kümmern wir uns um den Stacheltest und ich bin jetzt halt am Überlegen, welches Abzeichen dafür gut sein könnte und ich bleibe mal bei meinem, hier diesem Gleitsprung. Ich glaube, das könnte mir ganz gut helfen. Wir gucken mal, Daumen drücken. Nicht, dass es wieder so ein Ding wird wie bei das perfekte Timing, also das hat mich echt geprägt, dieses Video oder dieses Level. Wie lustig, warte mal. So. Das ist ja lustig. Mist, jetzt könnte ich diesen... Nein! Jetzt hätte ich diesen hohen... Also wenn ich das nächste Mal sterbe, dann hole ich mir diesen Supersprung auf alle Fälle. Guck mal, weil dann kann ich... Mist. Ja, das ist kacke eigentlich. Weil dann könnte ich an die ganzen... War das eben Löwenzahn? Dann könnte ich an die ganzen Sachen... Oh Mist, den hätte ich jetzt da durchschießen sollen. Dann hätte ich auch die 10er-Münze gehabt. Das muss man natürlich auch erstmal alles... Ruff an mir. Ja, weil dann könnte ich nämlich hier... Was soll ich jetzt hier machen? Also hier springe ich jetzt nicht, weil dann springe ich ja oben drunter. Na gut, haben wir das elegant gelöst. Mach mich schnell groß. Okay, erstmal speichern. So, wie komme ich jetzt da runter? Kann ich hier irgendwo durchquetschen mich? Kann ich klein sein müssen, um mich da durchzuquetschen? Ich weiß es nicht. Jetzt mache ich mich noch größer. So, jetzt warte ich mit dem Hüpfen. Bis immer irgendwas kommt. Ach Mist, ich hätte nochmal davor schießen können, glaube ich. Der war recht groß. Der wird noch größer. Ah Mist, ich wollte da. Der ist richtig groß. Das ist ja cool. Und jetzt werden sie wieder klein. Oh nee, Mist. Ich wollte doch meinen Rüssel benutzen. Kann ich so kaputt machen? Das auch. Und da versuche ich jetzt. Oh, wie raffiniert. So, tschüss. Ja, da muss ich dran denken, wenn der dann springt. So hätte ich eben da hinten das auch bekommen. Naja, gut, sei es drum. Ist jetzt egal. Noch bin ich auch nicht gestorben. Okay. Jetzt die Frage, wo sind hier die zwei Zaubersamen? Also wir haben sie gar nicht gekriegt. Müssen wir ein Level nochmal machen. Weil so schwer war der gar nicht. Und ich glaube, der ist einfach so schwer, weil die Zaubersamen dann entsprechend noch versteckt sind. Also einmal mache ich noch. Auf alle Fälle. Weil ich möchte nochmal an der einen Ecke wissen. Obwohl, wir heben uns das auf. Wir heben uns das auf, wenn wir dann noch einen Zaubersamen brauchen. Wir wollen ja vorwärts kommen. So, guck. Kriegen wir da noch. Und er hat wieder was zu erzählen. Natürlich. Du hast dich über diese Plattform bewegt, als hättest du nie etwas anderes getan. Welch ein Anblick. Fump. Danke, dass du das auch diesmal wieder kommentieren musst. Kann mein Glück kaum fassen. Okay. Verschnaufpause, Zeitschalterkletterei. Okay. Herausforderung angenommen. Die Frage ist jetzt, wo kriege ich hier eine Uhr? Da oben rechts. Ich bin halt so langsam, ne? Auch immer erstmal gucken musst, wo sitzt die nächste Uhr? Und wo musst du lang? Ich fühle mich so unsicher. Nein, nochmal drunter hauen. Lieber nochmal unter die Uhr gekloppt. Oh nein, 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 nein,
brauche hier echt dieses andere Abzeichen. Mit dem anderen Sprung. Ja, Panik, 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 Panik. Boah, das war in allerletzter Sekunde. Komm, 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 komm. Panik, Panik, Panik. Wird jetzt auch schnell. Und jetzt können wir uns ein bisschen provokant Zeit lassen. Aber sicherheitshalber nehmen wir den Samen jetzt mit. Nicht, dass noch irgendwas schief geht. Besser ist es. Yeah. So, 17. Jetzt haben wir hier bis auf links alles erledigt. Dann gehen wir jetzt mal weiter und gucken mal, was hier im Königssamen-Villa passiert. Wahrscheinlich werden wir jetzt erstmal ein bisschen was erzählt kriegen von unserem lieben Fump-Kollegen. Ja, wusste ich's doch. Da ist er wieder. Du hast dich den Prüfungen der Güldenfälle gestellt. Ich bin sehr stolz auf dich. Nun ist auch der letzte Test bestanden und ich erkläre deine Prüfung hiermit für beendet. Geschafft. Und das bedeutet, was bedeutet es? Der Königssamen soll dir gehören. Es gibt nichts, das ich dich noch lehren könnte. Prinz Florian. Wenn ich dich das recht bedenke, habe ich dich sowieso nicht viel gelehrt. Okay, also hier gibt es offensichtlich keinen Palast, wo man sich den Königssamen holt, sondern wir haben den jetzt einfach so gekriegt, weil wir die Prüfungen bestanden haben. Na gut, sei es drum, das ist jetzt schon unser dritter Königssamen. Und so meisterten Daisy und der Prinz mutig alle Herausforderungen. Ihre Reise durch das Blumenkönigreich ist jedoch noch längst nicht vorbei. War diese letzte Prüfung nur die erste von vielen, werden sie auch die restlichen Königssamen finden? Das und vieles andere, liebe Kinder, sehen wir in den nächsten Folgen. Und jetzt abschalten. Nein, natürlich nicht. So, was passiert jetzt hier noch? Nichts. Jetzt fliegen wir wieder raus. Also da muss ich sagen, bin ich doch überrascht, weil ich dachte, wir haben hier auch einen Palast. Lass uns mit einer Propellerblüte zu Blüteninseln zurückfliegen. Hier glänzt alles so schön, aber lass dich davon nicht ablenken und halte dich gut fest. Okay, dann machen wir das. Ja, cool. Dann zurück zu den Blüteninseln. Da sind wir wieder. Wer hätte das gedacht? Achso, jetzt wollen wir natürlich erstmal Bowser ein bisschen wieder die... Oh, das sieht immer so gut aus. So, und jetzt hat er eigentlich nur noch drei Stück um sich rum. Das heißt noch drei Welten. Hey, ihr Nervensägen. Hört auf, damit meine armen, wehrlosen Piranha-Wolken anzugreifen. Grrr, jetzt bin ich mächtig sauer, aber denkt nicht, dass ich mich schon geschlagen gebe. Gut. Das habe ich auch nicht erwartet. Okay, was passiert jetzt? Hey, meine Vorbereitung für das große, nein, das riesige Wunder habe ich nicht unterbrochen. Warum hört ihr nicht endlich damit auf, es mir verderben zu wollen und freut euch einfach drauf? Boah, so viel kann man gar nicht rauchen. Das klingt ziemlich übel. Was plant er nur? Wir müssen weiter Königssamen sammeln. Je eher wir alle haben, umso schneller erreichen wir Bowser. Mal überlegen. Uns fehlen noch genau drei Königssamen. Ja, wow, wir sind echt gut vorwärts gekommen. Einer sollte in der wolkenlosen Wüste sein. Ein weiterer in der Fungimine und einer in den Magmatiefen. Wenn du dir diese Gebiete noch einmal auf der... Ja, okay, das weiß ich auf der Karte. Wohin sollen wir zuerst reisen? Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Schwierig. Darauf hätte ich auch richtig Bock, muss ich sagen. Ja, wir gehen einfach mal nach unten weiter. Da wir die Welt jetzt aber geschafft haben, wechseln wir... Falsche Taste sollte man schon richtig machen. Wechseln wir nochmal den Charakter. Und nehmen jetzt mal Toadette.
Da habe ich jetzt Bock drauf. Und guck mal, wie die sich so schlägt. Höhle der Juwelenblöcke. So, dann kann sie mal zeigen, was sie so drauf hat. Also ich bin immer noch überrascht, dass das eben kein Palastkampf war. Oh, ja, ja, okay, okay. Kann ich mich da draufstellen? Aber sowas von. Kann ich die... Nee, mit denen kann ich nichts anfangen. Oh, das mag ich, weil das alles so wie Kristall aussieht. Oh, Mist, passt doch auf, ey. Aber die ist so putzig hier mit ihren Zöpfchen. Und die passt eigentlich farblich auch total gut hier in den Level rein. Will er ja, den befreien wir jetzt mit der arme Kerl, komm. Ab in die Freiheit. Mach uns das mal kaputt. Mach ihn nochmal kaputt. Ein bisschen helfen. Nochmal bitte. Dann machen wir die selber kaputt. Danke. Nein, nein, nein. Das war wieder, weil ich das selber machen wollte. Keine Geduld und unbedingt. Unbedingt, unbedingt die 10er-Münze haben wollte. Ja, ja, ja. Also, weiter geht's. Auf ein neues. Kann er da so ein bisschen. Oh ja, cool. Danke fürs Kaputtmachen. Noch besser. Dann haben wir hier mehrere Helfer in dem Level. Einmal die. Komm, dich machen wir wieder frei, armer Kerl. So, komm hier mal runter. Hierhin bitte. Habe ich die doch gekriegt? Ach so, hat er doch. Habe ich nicht mitgeschnitten. Boah, jetzt hatte ich echt Glück gehabt. Nicht unbedingt. Okay, das scheint dieser Elefantenersatz zu sein. Was kann die machen? Kann ich den jetzt machen? Kann ich irgendwas machen? Ich glaube, ich kann bohren. Wir probieren mal, ob wir uns hier so durchbohren können. Okay. Wie lustig. Ich kann dann... Oh, das ist ja mal cool. Guck mal. Das ist ja mal nice. Das ist richtig gut. Das gefällt mir. Dann kann man nämlich oben langklettern. Och, und da war es auch schon wieder weg. So viel zum Thema richtig cool. Ja, aber auch echt nicht, ne? Das ist, wo ich überall immer hingucke. Nur nicht da, wo ich mich eigentlich drauf konzentrieren sollte. Die, an die Viecher muss ich mich echt gewöhnen, die sind heftig. Guck einfach genau hin, dann passiert ja auch nichts. So, mach das hier mal kaputt. Kommst du runter? Die sind so schnell, ey. Das ist irgendwie... Habe ich da das Timing noch nicht drauf. Naja, können wir wieder von vorne anfangen. Dann können wir wenigstens nochmal dieses coole Extra kriegen. Nimm mich mit. Komm her. Dass wir an der Decke lang kriechen können. Das war doch eigentlich ganz gut. Der kommt so schnell plötzlich runter. Was heißt plötzlich? Aber eben ist er halt auch einfach so. So, machen wir ihn hier wieder frei. Komm her. So, jetzt konzentriere dich und guck an die Decke, Mann. Guck einfach an die Decke. So, der kommt jetzt gleich. Das kann doch alles nicht wahr sein, ey. Das kann doch nicht wahr sein, dass dann genau in dem Moment das weggeht. Jetzt kriege ich schlechte Laune. Aber sowas von. Mann, ey. Kann doch nicht angehen. Dann passe ich auf den da oben auf und dann geht er zufällig, geht das dann da kaputt. Also ich wusste ja, dass es kaputt geht. Ach, geht auch da drüber, ey. So, hey, guck mal, wir machen die Blume nochmal frei. So dumm, das ist eigentlich so. Habe ich wieder den, weiß ich nicht, Klebehut, Bohrerhut, Bohrer. Ne? Zack. Oh, jetzt wäre mir das beinahe wieder passiert. Ich sollte halt einfach mal warten, bis der das von alleine kaputt gemacht hat.
Oh, warte mal, da unten ist schwarzer Abgrund. Das heißt, da kann ich so nicht rein. Also wie komme ich? Kann ich mich irgendwo hier reinbohren? Das da sieht so aus. Das ist ja mal cool. Ah, ja, guck. Das ist ja cool. Also wenn diese Ritze hier sind, dann kann man da so durchbohren. Das ist cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr. Das finde ich cool. Eine schöne Welt. Mit meinem Bohrerhut. Guck mal, kann man alles ganz schnell kaputt machen. Gut. Sauber. Nur die Frage, wie kann ich den... Ah, guck. Dann gehe ich nach oben und von da... Wie komme ich denn da... Warte mal, irgendwie... Also irgendwie muss ich das doch jetzt hier lösen können. Dass ich... Ich bin doch eben von oben runtergesprungen. Warte mal, jetzt probiere ich erstmal das hier kaputt zu machen. Kannst du mir irgendwas dazu sagen? Nein. Natürlich. Wo geht's? Denk doch mal nach. Mann, ey, wie peinlich. Okay, man muss sich damit aber auch erstmal auseinandersetzen, aber ich finde es richtig cool mit dem Hut, dass man da so drunter herkriechen kann. Und jetzt mache ich erst so. Und dann... Das war so klar. Und den kann ich jetzt nichts mehr damit anfangen, ne? Ich glaube, ich riskiere gerade wieder meinen pilzigen Tod. Mist, ich hätte den Bohrerhut echt gern behalten. Okay, nach oben geht auch. Der quetscht mich dann wahrscheinlich oben an die Decke. Ah, sehr schön. Ich habe meinen Pilzi-Hut wieder. Dann kann ich jetzt nämlich... Ja, sauber. So gefällt mir das. Ey, haut ab. Das war gut, wenn die sich gegenseitig... Und mache umso besser. Hoch. Ja, jetzt habe ich es raus. Und hier vermute ich mal, kommt jetzt eigentlich. Warte mal, wir gucken mal, ob wir um diese schrägen Ecken. Man kann nicht bis nach oben klettern. Genau hier hin. Ah, siehste? Wusste ich doch, da ist irgendwas. Das war zu verdächtig, weil da irgendwie so, weiß ich nicht, alles war. Einfach den Bohrerhut behalten, das wäre mein Wunsch. Aber wenn man hier so langsam... Ich möchte halt so gerne alle Münzen sammeln, aber... Bring mich hoch, bring mich hoch. Na also. Oh, und an den Münzen vorbei. Naja, egal. Aber die Zähne haben wir. Hm. Jetzt die Frage. Wieso kann ich da nicht? Kann man da oben irgendwas anrichten? Wir probieren es mal. Ja, irgendwie nur hier an die drankommen. Aha. Und nochmal. So, jetzt denk nach. Denk nach, denk nach, denk nach. Wie kommen wir an die dran? So. Und das ist ganz cool. Ein bisschen nachdenken, wo man als nächstes reinflippt. Oder auch nicht. Oh, ich weiß nicht, ob der mich da durchlässt.
Nein, 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 nein. Holy moly, holy moly. Okay, die Steine retten mich aber. Gut. Verstanden. Aber da hatte ich jetzt so ein bisschen Panik zum Schluss. Das war so ein bisschen so, wo ich gedacht habe, jetzt macht er mich platt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt die Welt denn eigentlich? Ich habe vergessen. Kann ich da auch rein? Da kann man rein. Okay, perfekt. Jetzt wäre es eigentlich ganz cool, wenn man so außen rum. Ich will diese 10er-Münze, obwohl wir schon so viele haben. Aber ich will die unbedingt haben. Oh, warte mal, ich versuch's so. Genau, es war vielleicht die bessere Wahl. Anstatt da alles zu zerstören. Oha. Einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen. Ja, so viel dazu. Das sieht so aus, als könnte man da. Wusste ich's doch. Ich hab's so gewusst. Achso, so hätte ich auch gehen können. Okay. Ja, ist egal, wir sind's ja anders. Wir haben es ja anders gelöst. Aber das da oben war sehr verdächtig. Wusste ich doch, dass man da irgendwas machen kann. Wie sie rausgelugt hat. Boah, jetzt habe ich Glück gehabt. Den habe ich nicht geachtet. Naja, fast. Also fast direkt oben drauf, aber war eigentlich ganz gut. Und? Das ist die Hauptsache, wir haben beide Zaubersamen bekommen. So, mal gucken, ob jetzt wieder so ein Redseliger dabei ist, der uns sagen will, dass wir das alles toll gemacht haben. Aber jetzt verstehe ich das von der Folge davor ja auch, weil das waren ja die Prüfungen und er hat uns ja jedes Mal nur abgeholt und hat uns gesagt, was Sache ist. So, können wir hier einkaufen, dann machen wir das direkt. Versorge dich hier mit allem, was für die Reise in die wolkenlose Wüste brauchst. Und blühe auf, lieber Kunde. Wir kaufen wie immer einen Wundersamen. Dann kaufen wir wie immer 5 Leben. Und das hier haben wir alles. Gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Ich komme jederzeit wieder, gar kein Problem. So, hier, das sieht aus, als wenn es dann. Wo geht's hier hin? Oh. Ich wollte eigentlich oben nach rechts gehen. Was hat er jetzt zu sagen? Oh, cool, eine neue Galeere, die machen wir noch. Komm, die machen wir noch. Dann machen wir die Galeere erstmal platt hier. Schwierigkeitsgrad 3. Dann gehen wir erstmal hier unten rum. Wenn er uns jetzt hier so schön eingeladen hat, dann machen wir erstmal die Luftgaleere platt. Ich lasse das Abzeichen auch mal drin. Oh, das sieht so schick aus, habe ich letztes Mal schon gesagt. Aber diese Kombination und mit diesem leuchtenden Grün ist so toll. Oh, ja, richtig. Kann ich den irgendwie komplett. Jetzt wüsste, ob es unten rum weitergeht, ne? Ah, das ist ja geil. Wir fliegen mit der kleinen Wolke. Flieg, Donnersburg, schon flieg. Yeah! Das macht Spaß, das ist cool. Löst es sich eigentlich irgendwann auf? Ja, da war meine Antwort. Okay, das ist jetzt schon wieder so stressig, weil ich mich jetzt wieder darauf konzentrieren muss, dass ich die Wolken irgendwann wieder tausche. Und geh weg, geh weg, geh weg. Nein, Scheiße. Mist. Das ist schade, weil dann hätte ich das früher gewusst, hätte ich ein bisschen besser reagieren können auf die, Na, was war das da? Auf diesen Düsenstrahl, oder wie man das nennen will. So, wechseln wir mal sicherheitshalber. Ich weiß nicht, ob der Timer dann neu gesetzt wird, aber ich vermute es einfach mal. Oh, cool, man kann dann auch die Dinger einfach so umfahren. Wollte gar nicht so aufpassen. Kann ich hier reinfliegen? Ja, sehr schön. Da unten war eine Speicherfahne. Ich habe es gerade noch gesehen. Und ist cool, sowas mag ich. Und dann kommen wir bei der Speicherfahne, die ich gesehen habe, raus. Jetzt wäre bestimmt auch hier mein Bohrhut nützlich. Okay, auch sie kann Blubberblasen machen.
Oh, oh, was ist passiert? Oh nein. Mist. Gut, dann fliegen wir jetzt wieder ein bisschen. Okay, das war mir klar. Also, dass das die Wolke nicht aushält, war mir fast klar. Also auf ein neues. Diesmal passen wir auf, wenn wir das Ding sprengen, dass von oben uns das nicht wieder kaputt macht. Ich kann das nämlich bestimmt auch schmeißen. Ich meine, zumindest letztes Mal wäre es so gewesen. Oh Mist. Guck mal, diesmal hat es gar nichts gemacht. Ja, so geht das. Das will ich unbedingt machen. Ja, das muss sein, da kann ich nicht drauf verzichten. Ah ja, richtig, da kommt er wieder mit seinem... No. Los, schieß. Boah. Konzentration, Konzentration, Konzentration. Mist, ich war fast durch. Ich war fast durch. Wo muss ich jetzt wieder ansetzen? Nein, ich will aber diese Galeere noch schaffen. Also die Power, die Folge dauert wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger hier. Aber wir müssen einfach die Galeere schaffen. Und jetzt weiß ich ja, dass ich einfach ein bisschen aufpassen muss. Einmal durch. So, Bowser, komm und schieß auf mich. Ich bin so doof. Das tut so weh, ey. Dann so hektisch wieder. Das ist so unnötig. Die ganzen 5 Leben gleich verbrutzelt, die ich da gekauft habe. Mist. Alles Mist. Oh. Gib mir ein Wölkchen. Und konzentriere dich jetzt einfach und bleib ganz entspannt. So viel dazu. Hat ja prima geklappt. So, ich habe mein Wölkchen wieder. Schieß ruhig auf mich. Warum versuche ich da? Ich sehe doch, dass das kommt. Also ich sehe, dass die grüne Flamme kommt. Und ich mache es trotzdem. Und jetzt kriege ich gerade wieder schlechte Laune. Weil ich mich gerade so über mich selber ärgere, dass ich diese dämlichen Fehler mache. Also richtig dämliche Fehler. Einfach unkonzentriert. Hier wäre ich jetzt auch beinahe wieder vor die Flamme geflogen. Und das ist alles so vermeidbar. Das ist so unnötig, dass es unnötig ist. Hier eben dieser Fehler. Aber ich kann es halt einfach nicht lassen. Mann, geh doch weg, ey. Konzentrier dich doch einfach. Mann, konzentrier dich doch. Das ist so dumm, was ich hier gerade mache. Alle 5 Leben wieder weg, die ich eben gekauft habe. Das ist so unglaublich dumm, weil ich jetzt unbedingt diese Ecke da machen will. Und weil ich das auch überhaupt nicht mag, wenn so ein Level mitscrollt und du dann irgendwie hier diese Dinger kriegen musst. Und ich weiß, dass die Wolken irgendwann wieder aufhören und oh, das ist alles. Ich meine, hinterher bin ich wieder friedlich, wenn es dann, weiß ich ganz genau. Der Hintergrund sieht übrigens auch schön aus mit den, Zahnrädern. So, komm. Cool bleiben, grüne Flamme aus. Grüne Flamme aus. Grüne Flamme aus. Neue Wolke. Und hier muss ich jetzt aufpassen. Dass ich durch alles gut durchkomme. So, komm, schieß mal auf deinen eigenen. Boah. Das wird jetzt eklig hier. Jawohl. Oh, ich bin so angespannt.
Da ist er, da ist er, da ist er. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Jetzt bin ich wieder entspannt. Kann ich wieder mit meinem Wölkchen hier rumdüsen? Kann ich da oben drüber? Nein, ich muss hier unten lang. Das ist cool. Mich erinnert das ein bisschen an Star Wars. An coole, grüne Laserschwerter. Ich muss das unbedingt platt machen hier. Das war so knapp, aber ich musste unbedingt. Kann ich hier? Okay. Perfekt. Auf geht's. Dann wird die Folge nur so 2 Minütchen länger, siehst du? Okay. Einfach wieder nur durch die Viecher durchkommen. Das ist alles. Einfach durchkommen. Millimeter für Millimeter. Arbeiten wir uns vor und dann zack, hüpfen wir auf die Birne. Zack, und dann haben wir nicht die Galera auch noch platt gemacht und können beim nächsten Mal direkt da weitermachen. Dann gehe ich jetzt nach unten in die Welt. Dann machen wir jetzt da unten weiter. So einfach ist das. Und tschüss. Einmal abstürzen bitte. Sehr gut. So, schöne Materialschlacht hier. Dann machen wir nächstes Mal hier unten weiter. Ja, dann gehen wir nächstes Mal zuerst hier lang. Dann machen wir hier weiter. Wir haben genug Zaubersamen. Ja, wir machen nächstes Mal dann einfach hier weiter. Und dann sind wir für heute auch schon wieder durch. Cool, dass ihr wieder bis zum Ende mit dabei wart. Und ich freue mich auf die nächste Episode mit euch wieder zusammen. Keep on gaming. Bis dann.